Guten Morgen, liebe Motorradfreunde. An diesem wunderschönen Samstagmorgen bei bestem Wetter präsentiere ich euch mein neues altes Motorrad, eine BMW R1200R. Die habe ich mir gegönnt vor, ich glaube auch schon 3 Wochen her. Da war ich mit meiner Familie im Urlaub. 1,5 Wochen lang haben wir in Österreich am See gefaulenzt. Und was macht man da? Natürlich guckt man mal so ein bisschen auf dem Motorradmarkt, was der da gerade so hergibt. Und ich saß da also so, habe mich da durch die Gebrauchtanzeigen durchgeschlängelt. Und da ist mir die einfach ins Auge gefallen. Und ja, ich weiß nicht, der eine oder andere aufmerksame Beobachter wird vielleicht wissen, dass ich schon mal so eine hatte. Das ist schon ein paar Jahre her. Die habe ich dann irgendwann verkauft an Harald. Moin Harald, ich hoffe, du bist immer noch glücklich mit meiner R1200R. Und ja, irgendwie habe ich die nie aus dem Kopf gekriegt. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe ja schon viele Motorräder gehabt, aber diese hier mit diesem wunderbaren luftgekühlten Boxer ist einfach für mich, ja, ist so eine Art Institution. Oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Andere würden sagen Traumbike, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich habe ja noch eine andere. Ich habe immer noch meine Triumph Tiger 1050 Sport. Die werde ich auch so schnell nicht verkaufen. Das ist für mich so das Reisebike. Und die hier, so ein Roadster. Na gut, die hier hat jetzt Koffer dabei und sogar ein Topcase habe ich auch noch dabei. Damit könnte ich auch verreisen, aber das ist für mich eher so die Maschine, mit der ich so wie heute einfach mal ein bisschen durch die Gegend gurke. Irgendwie so ein bisschen gemäutlich, überhaupt nicht schnell oder gar nichts irgendwie Sportliches, sondern mehr so Entspannung pur und dafür ist sie wie gemacht. Ich erzähle mal ein bisschen was zu dem Bike. Ich habe die von Wolfgang, vielen Dank Wolfgang nochmal für deine gute Pflege, da ist sie irgendwie, ich glaube, über 10 Jahre gefahren. Die Maschine ist von 2009, hat 56.000 Kilometer runter und ist weitestgehend im Originalzustand. Und da stehe ich ja total drauf, auf Gebrauchtmaschinen, die gut gepflegt sind. Im Grunde sieht die aus wie neu, finde ich. Und im Originalzustand. Das Einzige, was hier anders ist als beim Original, ist, sie hat LED-Blinker. Ich weiß nicht, ob es das damals als Zubehör gab. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall sind das die Original-BMW-LED-Blinker natürlich. Ansonsten, so wie sie hier steht, nichts gemacht. Null. Und das braucht man auch nicht bei der Maschine, weil sie einfach so, wie sie ist, gut ist. Da braucht man keine anderen Spiegel, keine anderen Hebel. Das ist alles sowieso schön. Und wie gesagt, ich stehe da total drauf, wenn so alte Bikes halt nicht so verbastelt sind, sondern so möglichst im Originalzustand daherkommen. Ja, habe ich eben schon gesagt, 4.700 Euro habe ich bezahlt. Es waren so 2, 3 Sachen, die ich habe machen lassen müssen. Und zwar war die Tankfüllanzeige kaputt. Das ist so ein typisches BMW-Problem aus den damaligen Jahren. Dieser sogenannte Foliengeber, das ist so ein Sensor, der hier drin steckt, der geht gerne mal kaputt. Der war auch kaputt hier. Und naja, dann habe ich dann leicht die 60.000er den Service mitmachen lassen, weil sie brauchte neues Öl und ich wollte auch gerne mal das Ventilspiel kontrollieren lassen. Synchronisation ist auch gemacht worden und so weiter. Also jetzt ist sie wieder richtig schier. Also ich habe nochmal 700 Euro oder was bezahlt dafür, für den Service. Und jetzt ist das wirklich, ja, also war es vorher auch schon, aber jetzt ist das wirklich ein schönes Motorrad. Der Wolfgang hat mir freundlicherweise, oder was heißt, hat mir freundlicherweise, im Kaufpreis waren dann diese Originalkoffer mit dabei. Ich habe sogar ein Original BMW Topcase. Das habe ich nicht dran, weil ich das nicht so hübsch finde, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich geil, wenn man mal wirklich mal verreisen will mit der Maschine. Kriegt man da einen halben Kühlschrank rein. Und sehr praktisch. Und dieses Koffersystem von BMW, das ist ja nun schon Asbach uralt, ne? Aber ich habe noch kein besseres gesehen. Also wirklich, das ist so geil, wie das hier gelöst ist mit dem Öffnen und Abnehmen und so super einfach. Die Dinger sind auch nicht ganz so fest, also ein bisschen variabel in der Aufhängung. Man kann also auch damit dann 160 auf der Autobahn fahren, ist kein Problem. Und ja, insgesamt, ich will jetzt nicht so sehr auf die Details eingehen. Ich habe ja sowieso von meiner alten auch schon mal einen Test gemacht, wenn ihr euch dafür interessiert, für die technischen Dinge, Beschleunigung und eine Probefahrt und so weiter und so weiter. Dann könnt ihr euch das anhören. Ich mache gleich noch mal einen kurzen Soundcheck. Diese Maschine hat übrigens hier auch, glaube ich, Sonderzubehör gewesen. Nicht den Standardauspuff, sondern so einen hochglanzpolierten, werdet ihr gleich sehen und hören. Und ja, ihr merkt schon. Also das ist für mich einfach so, weiß ich auch nicht. Also irgendwie so ein Ding muss bei mir in der Garage stehen. Sonst kann ich nicht einschlafen. Und jetzt habe ich wieder eine. Die werde ich jetzt nicht mein Leben lang fahren. Wie ich mich kenne, verkaufe ich die nach einem Jahr wieder. Aber jetzt bin ich erstmal total glücklich und ich glaube, ich werde die jetzt ausschließlich fahren und die
die Sport, die Triumph eigentlich nur noch, wenn es mal ein bisschen schneller zur Sache gehen soll oder muss. Und ja, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar hat diese Maschine hier leider kein ASC, also das, die Traktionskontrolle, die erste damals von BMW. Das ist keine dynamische, sondern einfach eine Schlupfregelung. Die hat sie leider nicht. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, eh nicht ballern will. Aber eigentlich dürft ihr sie die gerne haben. Diese hier hat ein ESA-Fahrwerk. Und wenn ihr euch jetzt interessiert für eine R1200R gebraucht, dann kann ich euch nur den Tipp geben, probiert das ESA-Fahrwerk aus. Das ist nämlich so, dass, ja, ich nenne das mal rostet, das rostet nicht, aber das rostet gerne mal ein und dann ist es quasi fest und funktioniert nicht mehr. Und so eine ESA-Reparatur ist richtig teuer. Also ESA, wer das nicht weiß, das ist das elektronische Fahrwerk. Die hat tatsächlich ein elektronisches Fahrwerk, man glaubt es ja kaum. Also hier kann man die Dämpfung einstellen in 3 Stufen, Sport, Komfort und Tour oder so, weiß ich nicht. Also weich und hart und dann in der Mitte. Und man kann auch den Beladungszustand hier maschinell, also elektronisch verändern. Halt, da gibt es so Symbole im Cockpit, ein Helm, wenn ihr alleine fahrt, 2 Helme und Beladung und so weiter. Und dann fährt die Maschine tatsächlich rauf und runter. Und dieses rauf und runter fahren, das sind glaube ich 3 Zentimeter, das ist ganz schön viel, der Weg, den sie da fährt. Und das blockiert gerne mal. Also da geht der Motor kaputt. Und vor allem passiert das dann, wenn man das nie nutzt. Also, wenn ihr auch eine R1200R habt und jetzt gar nicht kaufinteressiert seid, sondern einfach so ein Ding habt, macht das, Leute. Macht das einmal pro Woche ESA umstellen, damit das Ding halt nicht einknattert. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und ja, das ist die eine Geschichte. Und die andere, auch noch ein kleiner Tipp für Gebrauchtkäufer. Diese ist hier von 2009. Die hat noch 109 PS und es gab ein Facelift. Das kann man gar nicht sehen, weil das ist kein optisches Facelift, sondern ein technisches. Und oh, da muss ich jetzt lügen. Ich glaube, das war im 2011. Zum Baujahr 2011 hat sie ein Update bekommen. Und zwar hat sie 1 PS mehr. Das ist natürlich Pille. Aber irgendwie haben sie auch ein bisschen was am Drehmomentverlauf geändert. Und sie hat vor allem eine Auspuffklappe bekommen, eine elektrische, die allerdings auch ab und zu mal kaputt geht. Also das ist so ein bisschen für und wider. Ich würde euch aber raten, wenn ihr sowieso Interesse habt und wenn ihr das Kleingeld habt, kauft euch nicht diese ältere hier, sondern die 2011er, weil die tatsächlich ein bisschen mehr Dampf hat. Also das hört sich jetzt wirklich albern an, aber ich merke das. Also und ich glaube, ihr merkt das auch. Diese hier, wunderschön, kann man auch kaufen. Ja, bitte nicht missverstehen. Ich habe sie ja auch gekauft. Aber diese hier, der geht so ein bisschen die Luft aus. So ab 4.000, 5.000 merkt man, da sagt der Boxer irgendwie, oh nö, hier, lass mich mal weiter pennen. Und dieses Facelift-Modell hat da einfach ein bisschen mehr, als ob sie mehr Luft bekommt oder ein bisschen mehr, ja, einfach besser durchzieht. Es ist kein Riesenunterschied. Nein, natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr sowieso vor der Auswahl steht und das nötige Kleingeld habt, die sind natürlich dann ein bisschen teurer, logischerweise, weil die dann ja auch weniger Kilometer, in der Regel in der weniger Kilometer runter haben, dann nehmt das Facelift-Modell von 2011 aufwärts. Ja, Kilometerstand, wie gesagt, die 56.000. Ich hatte auch eine im Auge mit 100.000 Kilometern für 2009. Die habe ich dann aber nicht genommen, aber das hatte andere Gründe, weil der Käufer da so ein bisschen lahm war. Die hätte ich auch genommen. Also selbst mit 100.000 Kilometern, der Motor hier, der läuft. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Es ist ja auch nicht viel dran, was hier kaputt gehen kann an der Maschine. Insofern habt da keine Angst vor hohen Kilometerlaufleistungen. Guckt euch lieber den Zustand der Maschine an. Guckt ins Checkheft, guckt euch den Verkäufer oder die Verkäuferin an. Hat die sich um das Bike gekümmert? Hat sie gehegt und gepflegt? Und wenn er oder sie das gemacht hat, schlag zu. Also das ist wirklich eine Maschine, die nicht kaputt geht, bis auf den Tankfoliengeber. Achso, übrigens, genau, den habe ich ja jetzt ja neu machen lassen. Hier bei unserem Händler in Bergmann und Söhne in Pinneberg habe ich das machen lassen. Und der Sven hat mir gesagt, Dietmar, mach das. Kostet zwar 250, 300 Euro, glaube ich, aber das ist jetzt ein neuer Tankgeber. Das ist ein neues System, der geht nicht mehr kaputt. Also der frühere, der ist irgendwie alle 2 Jahre kaputt gegangen, aber jetzt gibt es irgendwie da einen neueren und der soll angeblich halten. Ich vertraue dem Sven da mal. Wird schon stimmen. Ja, ist sie nicht schön, Leute? Ich weiß, ein bisschen albern dieses Video. Wahrscheinlich fragt ihr euch auch, hey, so ein Motorradtester, der müsste sich doch eigentlich die neue MV Agusta Serie Oro leisten können oder so. Ja, würde ein bisschen eng werden, aber darum geht es mir gar nicht. Ja, ich fahre sowieso jede Woche neueste Motorräder, brauche ich nicht, zu Hause auch noch. Ich stehe auf diese alten Eisen, auch wenn sie sich vielleicht nicht ganz so toll fahren.
Das stimmt natürlich. Also bei der hier ist das Einlenkverhalten auch so ein bisschen, so, man muss ein bisschen arbeiten. Aber für mich sind das vor allem optische Gründe, die mich dazu veranlasst haben, mir diesen Schinken hier zu kaufen. Und außerdem liebe ich den Lufti, meiner Meinung nach einer der besten Motoren, die je gebaut worden sind. So, das war's. Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten das Video machen, ne? Hat nicht geklappt, oder? Guck mal einer auf die Uhr. Egal. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und vielleicht hat der ein oder andere auch eine Anregung bekommen, sich mal so alte Rs anzuschauen von BMW. Ole hat ja letztens auch seine neue L50R vorgestellt. Nochmal 5 Jahre älter. Die ist auch geil. Also diese alten Boxer-BMWs sind einfach geil. Guckt mal, kriegt ihr so ab 3.000 Euro, je nach Zustand. Das war's. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.